Auch aufgrund
Wir dürfen und wir wollen jetzt nicht irgendwie groß nach vorne schauen, was eventuell nochmal Spielerverpflichtungen angeht. Das wird man früh genug definitiv erfahren. Aber was ja schon klar ist, seit Marcel Müller sich entschieden hat, nochmal die Chance, die EL zu ergreifen, ist natürlich eine große Lücke gewesen worden. Er war der Topscorer der Liga, er war der Topscorer der DFB-Pinguine. Nichtsdestotrotz ist mir persönlich als Fan nicht so richtig bange geworden, weil ich glaube, das hat es lange nicht gegeben, dass die Pinguine sowohl auf den Ausländerlizenzen als auch generell bei den Kaderplätzen noch überhaupt so viele Optionen haben. Ist das für euch auch so ein Stück weit einkalkuliert, dass ihr gemerkt habt, wenn sowas passiert, dass wir das immer noch quasi einfach im Ärmel halten können, gut zu werden, ja auch mit Richtung natürlich der Vorschreibung, dass es auch nochmal wieder aus. Ja, offensichtlich hatten wir das Team mehr oder weniger, oder das Team war komplett. Und wir hatten nur noch zwei Lizenzen gegeben. Und wir haben gesagt, okay, was wir jetzt haben, Jungs, zurechtkommen, die wurden denen keine Plätze weggenommen. Alles gut, alles wunderbar, und dann ist der Mama weggegangen. Und dann mussten wir jetzt nochmal was machen, oder wollten was machen, und durften was machen. Und haben noch einen Spieler, also einen Ausländer, Deutscher war nicht zu finden, ein Ausländer verpflichtet, der wird morgen oder übermorgen da sein. Schau mal, also, wissen Sie das jetzt schon mal? Das ist ja auch ein Schock der Eingang. Peter, jetzt gleich kommt die Mannschaft jetzt zum ersten Mal wieder vor Publikum aus Eis. Wie fühlen sich die Jungs an? Du warst ja quasi frisch aus der Kabine. Haben die da auch richtig Bock drauf, wenn jetzt hier dann noch Leute zuschauen? Oder ist das erstmal so, oh Gott, hoffentlich haben wir da wieder fürs Eis, keine Spanien geschützt, alles gut. Aber was macht das auch mit den Spielern, wenn sie wissen, wie kommen jetzt hier raus und da sind 500, 600 Leute und schauen sich so ein Training an? Also mein Job hat es leichter gemacht, wenn ich den Jungs erzähle oder auch mal zeigen konnte, wie es hier in der Situation war. Das heißt, wir sind immer noch ein hochattraktiver Club und werden deswegen mehr werden. Und deswegen können wir auch die Spieler anschreiben und sie nach Hilfe tun. Gut, jetzt ist hart, die waren das erste Mal auf der Meister gekommen, also alle sind ein bisschen schocksteif und nur die Hände wissen noch nicht so richtig, das Füße machen und umgekehrt, aber darum geht es nicht, glaube ich. Das, was da gleich rauskommt, ist eine gute Druck bei der Mutter. Der Schwerpunkt der Bewegung und die schönste Aussage, finde ich, wirklich zu sagen, und das hat er ja auch nicht in der Köln vergangen. Die ist ein hochattraktiver Standort, nach wie vor wird es auch bleiben und immer bleiben. Also das ist wirklich eine richtig gute Aussage, dass man dann auch Spieler ansprechen kann, indem man sagt, nee, das ist zwar hier DL2, aber das ist wirklich ein schönstes Team und ich glaube, dass wir das hier erlebt haben. Mindestens mal in den Playoffs bei der Saison, darüber dürfte es wahrscheinlich keines zwei Meinungen geben. Deswegen frage ich nochmal, habt ihr jetzt Bock auf die Hefe-Migui? So, wer hat denn hier ein bisschen Bock zu singen? Meine Leute. 4, 5. Ja, nee, das macht nicht mal schon. Nur das hat es doch. Kommt mal hoch auf die Beine, Leute. Was ist denn los mit euch? Kommt mal hoch, das ist doch Sommer. Wir müssen doch alle die Fluglässen ein bisschen runterlegen, die wir uns aufgeholt haben. Und bevor wir die Mannschaft rausholen, Stefan, können wir vielleicht eine Woche noch vielleicht machen? Hast du das irgendwie dabei? Vielleicht kannst du es mal suchen. Und wer von der Schatz dabei hat,
willkommen zum Livestream hier aus der Yale Arena vom ersten öffentlichen Training in dieser Saison. Ja, Peter Dreiseitel und Christian Peterslach haben ja gerade schon so ein bisschen die Einführung gegeben. Hier oben sitzen auch zwei Jungs erstmal für den Anfang. Und zwar sind das zum einen Luca van den Boom, unser Spray-TV-Kommentator. Und meine liebreizende Stimme gehört zu Marc Thiel. Hallo Marc. Hallo Luca. Ja, schön, dass wir nach dem Sommer doch wieder zu uns gefunden haben. Wie hast du die eishockeyfreie Zeit überstanden? Es ging einfach schwer. Man hat, also am Ende der Saison war es dann doch irgendwo ja, eine Erleichterung schon, dass man einfach mal auf die Wochenenden dann wieder frei hatte. Ah, jetzt kannst du langsam wieder losgehen. Und jetzt, wir hören You Never Walk Alone, es kribbelt. Ja, also insgesamt aufgrund des Sicherheitskonzeptes, was uns auferlegt wurde, 500 Zuschauer, die eine Karte ergattern durften. Eine Gratiskarte. Eine Gratiskarte, genau. Also die waren jetzt nicht im Verkauf. Also das wollten wir nicht, sondern wir wollten schon hier natürlich allen die Möglichkeit geben. Leider ne, hängt so eine Veranstaltung, wenn wir sie hier in der Yale Arena machen, immer an Sicherheitsauflagen. Und um den Rahmen hier nicht zu sprengen und aus den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir uns entschlossen, das dann über diese Freikarten zu machen. Man hört die Stimmung. Es wird gut angenommen. Das erstmal wird es gut angenommen und jetzt schauen wir mal unter der Leitung von Christian Peterslach. Wird nämlich jetzt gleich die Mannschaft aufs Eis treten. Noch sehe ich keinen Spieler im Spielertunnel, aber das kann nicht mehr allzu lange dauern. Ja, ich kann mich erinnern an einige meiner wenigen, zum Glück wenigen Stadionsprechermomente. Dieser unangenehme Moment, wo ich die Mannschaft aufrufen wollte und die Mannschaft war noch nicht da. So, jetzt gehen wir mal mit runter. 5, 3, 2, 1. Die neue Saison oder Trainingssaison der Krefeld-Pinguine ist eröffnet. Hier sind die Jungs der neuen Saison. Marc, ist das nicht ein tolles Gefühl, die Jungs wieder auf dem Eis zu sehen? Man sieht, ich glaube, auf beiden Seiten strahlende Gesichter. Also es gibt ja auch eine Menge, sagen wir, sehr junge Spieler, die tatsächlich heute auch ihr erstes Training in der Yale Arena überhaupt absolviert haben. Da natürlich vor einer Kulisse schon trainieren zu dürfen, ist natürlich unbeschreiblich. Und ja, ich denke, das wird für den einen oder anderen hier heute eine ganz, ganz besondere Erfahrung sein. Und das wird dann wahrscheinlich nur getoppt beim ersten Heimspiel der Saison. Aber auch für die Fans. Ja, alle stehen sie hier. Ich glaube, die Freude sieht man den absolut. Jungs und Mädels, den Männern und Frauen, jedem Einzelnen an. Absolut. Also man, ne, für die, die sich so ein Training noch nicht angeguckt haben, lässt sich hier jetzt schon so ein bisschen rauskristallisieren. Zwei, sag ich mal, Blöcke, zwei Hauptblöcke, der schwarze und der gelbe Block. Da ist dann meistens so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie man es eigentlich von einer kleinen Eishockey-Mannschaft kennt. Zwei Sturm, zwei Verteidigungsreihen. Und dann hat man die blauen und die weißen Trikots jetzt hier noch. So wie es fast aussieht, dürften die blauen Trikots tatsächlich Juniorenspieler sein. Das müsste da tatsächlich Karl Konze und Niklas Fox die beiden in blau sein. Und ja, den weißen, das werden wir noch rausfinden, wofür dieses Trikot steht. Gibt natürlich auch immer mal Spieler, die mit Verletzungen laborieren. Also kann natürlich sein, dass es jetzt erstmal so ein Non-Contact-Jersey ist. Ja, wir haben ja eine Stunde Zeit, um rauszufinden, wer ist. Ganz genau. Die grauen Trikots hast du noch vergessen, aber das ist ja, glaube ich, eindeutig. Ja, ich glaube, die erkennt man auch an, genau, an den großen Matratzen. Die beiden Goalies, die nicht, also die am ältesten dabei sind, Julius Schulte, den sehen wir jetzt dann noch in der komplett weißen Maske bei Matze Bittner und Felix Bick.
dem Neuzugang von dem EC Bad Nauheim. Da haben wir ja die Masken über Facebook schon tiefgehend vorgestellt. Das heißt, wenn ihr da auf unsere Website, beziehungsweise auf unsere Facebook- und Instagram-Seite mal gucken wollt, da haben die Jungs sich die Masken nochmal ablichten lassen. Schöne kleine Details mit dabei. Habe heute auch noch den Kommentar gelesen und das war, ich glaube, Matze sehr wichtig, dass er da die Nummer 80 mit drauf hat, eben zu Ehren von Robert Müller. Und ich kann mich noch erinnern, er hat mit mir eine Unterhaltung geführt und er hat gesagt, meinst du, die Leute verstehen das? Ich so, Matze, ich denke schon, dass die Jungs das verstehen. Bestimmt. Dass sie das nicht böse nehmen. Und das war genau das, was auch in den Kommentaren dann aufploppte, dass einer da auch geschrieben hat, hey, super klasse, schöne Aktion, dass Matze da, ich sag mal, einen unserer Legenden noch auf der Maske ehrt. Ja, ansonsten sieht man erstmal dieses klassische Aufwärmen. Nach dem Pre-Game-Skate, sag ich mal so, ja, von heute Morgen, wo die Jungs das erste Mal alle gemeinsam auf dem Eis standen. Zum Aufwärmen für das heutige erste öffentliche Training. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben dann schon Boris Blank, der jetzt die Pfeife in den Mund nimmt und wahrscheinlich gleich mal die Jungs zusammentrommeln wird. Interessant natürlich da auch für. Kam der Pfiff. Ja, guck mal, ich von hier oben, ja. Man sieht es immer noch, alles perfekt. Nein, ist natürlich auch für Boris, denke ich, mal eine ganz interessante Geschichte, weil das wird auch für ihn heute das erste Mal sein, dass er ein öffentliches Training leitet. Also als Cheftrainer, er war mit Sicherheit auch schon Teil von solchen öffentlichen Trainings. Und jetzt ist natürlich hier mal ein bisschen Ruhe. Gespenstische Ruhe. Das ist interessant. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie die Zuschauer hier darauf reagieren, ob die dann auch ruhig sind. Muss natürlich dann auch sein. Also ich glaube, das verstehen hier auch dann alle. Sobald dann die Mannschaft jetzt gleich hier wieder auseinandergeht, wird mit Sicherheit der ein oder andere Anfeuerruf kommen. An der Stelle einmal so ein kleiner Hinweis an euch. Natürlich, Luca und ich, wir sind natürlich für euch da, immer mit einem Auge auch im Chat. Das heißt, wenn ihr Fragen habt aller Art, dann könnt ihr euch gerne im Chat melden. Wir werden später auch noch Yannick Schoppmann hier haben, der für die Ticketing-Leitung oder die Ticketing-Abteilung zuständig ist. Das heißt, wenn wir da mal eine Frage überlesen, dann haben wir sie tatsächlich nicht überlesen, sondern erstmal gesammelt, sodass halt dann Yannick später da intensiver drauf eingehen kann. Auf welchen Neuzugang freust du dich denn am meisten? Was ist so von der Planung? Ja, ich glaube, wo der Blick von jedem Krefelder drauf geht auf die Nummer 10. Aber das ist ja, glaube ich, klar, oder? Weil nach so vielen Jahren Pause und dann der Rücktritt vom Karriereende von Christian Ehrhoff, natürlich sind wir da alle gespannt, wie Christian Ehrhoff in der neuen Saison agieren wird. Ich fand sehr interessant seine Herangehensweise und ganz ehrlich, das ist das Coole an meinem Job, weißt du, so, ich bin mit Eishockey aufgewachsen, natürlich, ich kenne Christian Ehrhoff, ich weiß um seine Verdienste für nicht nur für das deutsche Eishockey, einfach für das Eishockey, das hat ja nicht nur in Deutschland Wellen geschlagen, sondern auch in Nordamerika seine Verpflichtungen oder sein Comeback. Ich habe gestern noch einmal durchs Internet gescrollt und wo da überall Nachrichten kamen, aus Amerika, die Krefeld-Pinguine aus der deutschen Eishockey-Liga 2. Überall. Ja, nein, und das ist halt, und man muss aber sagen, dass er in seine Herangehensweise völlig realistisch war. Also er hat gesagt, das wird ein verdammt langer Weg, das wird ein schwerer Weg, ich muss wirklich hart arbeiten. Und als dann so die ersten, wir sind ja unter uns, wir können hier ja immer quatschen. Aber als so die ersten Fitnesstests dann gemacht wurden im frühen Sommer, wo noch nicht alle zusammen waren, aber wo dann halt auch schon mal feststand, wo und wer hier spielt und der Vergleich dann da war zu den Leuten, die hier örtlich waren. Du hast nicht gesehen, dass es sich um einen da noch dann 41 inzwischen 2, oder? War, nee, 40, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? Muss ich nochmal gucken. Jetzt ist er, glaube ich, hier steht 42. Ist 42 geworden, ne? Ja, 82er Jahrgang. Nee, dann ist er 41 geworden. Dann ist er 41, genau. So, 41. So, jetzt haben wir es auch. Auf das eine Jahr kommt es auch nicht unbedingt an, aber es geht mir darum, dass er halt in der Verfassung
man hätte nicht gedacht, dass er 5 Jahre Pause gemacht hat. So, und das ist für mich eine Sache, die seinen Ehrgeiz und seinen Charakter einfach unterstreichen. Naja, also der ist halt einfach ein Spieler. So. Das ist eine gute Frage. Die müsste ich tatsächlich einmal noch für die. Sorry, ich lese gerade die Frage von Marcel Wefers aus dem Chat, wofür die Nummer 23 auf dem Helm ist. Ja. Ich kann es dir gerade auch noch nicht ich sagen. Kann dir auch nicht aber sagen, wir werden es hoffentlich herausfinden. Genau. Genau. Ich glaube nicht für den Herberts. Also, das wird passen von der Nummer, aber. Das glaube ich nicht. Aber mal schauen. Wir werden mal die Fühler ausstrecken und dann hoffentlich dir und den anderen Zuschauern, Marcel, eine gute Antwort geben. Schön, dass Kuhne wieder da ist. Genau, Philipp Kuhne-Kat. Ja. Auch wieder zurück in Krefeld. Genau, einer von mehreren Comebackern. Ne? Also wir haben mit dem Kuhne, man darf auch nicht vergessen, Erik Buschmann, der natürlich auch in Krefeld schon im Nachwuchs gespielt hat. Naja, also wir haben den Kretsche, der wieder zurückgekommen ist. Ja, und ich finde interessant, auch die Jungs, die geblieben sind, allen voran natürlich auch der Captain der Pinguine, Alex Weiß, der ebenfalls gesagt hat, nein, für mich ist noch nicht Schluss. Ich werde hier weitermachen und sein großes Ziel ist ja auch immer noch dann der Aufstieg und möglicherweise noch ein Jahr in der DEL. Ja, und wenn wir mal so auf die Kaderliste ein bisschen schauen, einige Spieler kennen wir bereits aus der letzten Saison, die neu hier in Krefeld sind. Ja. Und zwar von gegnerischen Clubs aus der DEL 2. Tatsächlich, zwei gleich aus Nauheim, natürlich Felix Bick, den haben wir gerade schon angesprochen, aber natürlich auch David Czerny, der mit dabei ist. Wir haben aus Bayreuth den Christian Kretschmann, Kuhne aus Dresden, aus Ravensburg auch ein Ausländer, über den wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen sprechen wollen, den Josh McDonald. Maximilian Adam. Maxi Adam, genau, aus Lausitz dazugekommen. Und natürlich ja. Felix Bick. Vom EC Bad Nauheim, genau. Wie du vorhin schon angesprochen genau. hast. Genau, genau. Und dann, wie gesagt, Lukas Wagner nicht zu vergessen, U21 Förderlizenzspieler oder Fördervertragsspieler, der dann auch aus Regensburg dazugestoßen ist. Ja. Was glaubst du? Hat das so einen kleinen Vorteil dann schon irgendwie, dass die Spieler, die jetzt wieder hier in Krefeld sind, auch die anderen Clubs schon kennen? Das glaube ich nicht. Also dafür ändern sich die Spielsysteme halt auch mit den Trainern zu häufig. Also das Spiel entwickelt sich natürlich auch schnell. Ne, man muss immer, es ist ja im Prinzip wie Turboschach. Ne, man hat immer die Möglichkeit, da auf Spielzüge und auf Tendenzen zu reagieren. Ich sag bis vor vielen Jahren, ich bin ja von Haus aus mit den Torleuten sehr verbunden. Ich kann mich erinnern, als ich in den 90er Jahren Eishockey gelernt habe, hieß es, ja, 80% der Tore fallen flach. So, heute sind die Torhüter halt so, dass sie halt sehr schnell im Butterfly sind. Jetzt fallen, glaube ich, nicht mal annähernd 80%, sondern vielmehr halt hoch. So, also das ist nur so ein kleiner Mikrokosmos davon, wie sich Eishockey entwickelt. Und das ist natürlich dann auch auf einer Ebene mit den Spielsystemen so. Natürlich, ja, man kennt die Gegner, man kennt die Mitspieler von früher vielleicht noch und sagt, okay, der hat die eine oder andere Tendenz. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da, nicht so unbedingt der Riesenvorteil da. Was gut ist, ist für die Jungs, die halt wieder zurückkommen nach Krefeld, das ist immer wieder ein cooles und gutes Zeichen, glaube ich, einfach für das Eishockey und in Krefeld für die Arbeit, die hier in den letzten Jahren auch gemacht wurde. Und ich glaube, allein die Playoff-Serien letztes Jahr haben einfach mega Bock gemacht, auch auf die neue Saison. Ja. Und ja, ja. Man hat es einfach gesehen, an dem vollen Stadion hier, Krefeld hat Bock auf Eishockey. Absolut, absolut. Wie viele Tickets gab es denn für das heutige Training, fragt Dennis Rogatz. Ganz, ganz kurz im Intro ja angemerkt, dass aufgrund der Sicherheitsbestimmungen hier in der Arena die Auflagen so waren, dass wir 500 Leute zulassen konnten. Ne? Also insofern wussten wir, dass das ein bisschen Spack wird, aber leider die Möglichkeiten, die wir in der Rheinlandhalle hatten, wo halt der freie Zugang war, ist leider nicht. So. Apropos Rheinlandhalle. Rheinlandhalle, genau. Da ist doch was mal. Nächste Woche.
Exakt, nächste Jahr, übernehmen, ja, also in zwei Wochenenden. Genau, also genau. Dieses Wochenende ist ja noch Eishockey quasi frei. Quasi in anderthalb Wochen. Genau, und dann ist halt unser Spiel in der Rheinlandhalle gegen die Löwen Frankfurt aus der DEL. Und wir haben gerade darüber schon gesprochen, Krefelder Einfluss ist da natürlich in Frankfurt traditionell hoch. Wir wissen es, Franz Fritzmeier, der dort als sportlicher Leiter agiert, dementsprechend auch ein paar seiner ehemaligen Zöglinge dazugebracht hat, jetzt aktuell in der Saison natürlich mit Eugen Alanoff und Mike Schmitz ganz aktuell. Marvin Küpper ist auch dahin und ja, der wir haben Trikots von ihm im Lager hängen. Dominik Bock, der natürlich auch mal ganz kurz hier im Gespräch war, der ebenfalls dort ja schon seit einem Jahr, seit letzter Saison dort unterwegs war und sogar Zweiter geworden ist in der Torschützenliste. Also ja, ne, also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mannschaft. Gute erste Saison gespielt in der DEL, Zehnter geworden in den Pre-Playoffs. Optimal. Gegen, ich wusste es gar nicht, in Düsseldorf. Die spielen da wohl Eishockey. Und gegen die sind die rausgeflogen. Echt? Düsseldorf spielt Eishockey? Stimmt, ey, doch, wir spielen auch gegen die. Wir spielen auch gegen Oder wie Simon sagt, ein Vorort von Mettmann. Ein Vorort von Mettmann. Tatsächlich, ich finde es auch sehr schön für mich, die Presseleute wieder zu sehen. Und da ist heute auch ein ehemaliger Radiomoderator von Radio Duisburg, der inzwischen für den WDR arbeitet, dabei. Und der hat als vor vielen Jahren die Füchse Duisburg noch in der DL gespielt haben. Da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich nämlich auch den Fanradio-Live-Schnitt gehört von dem Spiel in Düsseldorf. Und er sagte, ja, ich freue mich jetzt auf das Schönste, was Düsseldorf zu bieten hat, und zwar das Ortsausgangsschild nach Duisburg. Das kann man gerne auch auf Krefeld adaptieren. Ja. Nein, Spaß beiseite, natürlich auch das wird ein sehr besonderes Spiel sein. Um das Ganze für Frankfurt nochmal abzuschließen, da läuft der Vorverkauf ja jetzt auch akut. Sind aber auf jeden Fall auch noch Karten zur Verfügung. Das heißt, da aber der Hinweis, die natürlich dann nur im Fanshop bzw. dann über Telefon und E-Mail, da das alles drüben, wie es früher einmal war, alles offline sein wird. Also insofern, da gibt es dann kein Online-Buchungssystem, über das man das abrechnen könnte. Ne? Ja, und das alles mit Ticket-Troppy. Und das mit Yannick Schoppmann. Mit dem sprechen wir gleich auch noch. Mit dem werden wir gleich nochmal sprechen, genau. Ja, und dann kommen wir im Prinzip eine Woche später, dann sehen wir ja schon das Programm des Seidenstadt-Cups da dann um 19.30 Uhr am 18., also am Freitag zum Eröffnungsspiel, dann gegen die liebsamen Rivalen, gegen die wir dieses Jahr schon einmal gewinnen konnten, auch wenn das nichts mit Eishockey zu tun hatte, aber ich sag mal, wir sind Derby-Sieger im Sommer-Derby. Wir sind Derby-Sieger im Sommer-Derby geworden. Genau. Ach, sei es drum, wir freuen uns doch alle, egal welcher Gegner, egal welches Spiel, ja, endlich wieder Eishockey. Genau. So, jetzt und jetzt gibt es die nächste Taktikbesprechung an der Trainerbank. Die Körper sind jetzt auch ein bisschen warm gelaufen, ne? Also ja, noch mal so ein kleiner Schleichtipp, Schleichhinweis so nebenbei. Wenn es keine Karten mehr gibt, die Spiele gibt es natürlich auch bei Spray TV zu sehen. Das ist auch korrekt. So. Übrigens auch Überraschungsfeedback, was wir bekommen haben zu den Trainingstrikots. Auch da haben einige schon nachgefragt, ob sie irgendwie auch mal zu kaufen gibt. Ist zurzeit noch nicht geplant, aber wir sind ja nur Wachs in den Händen unserer Zuschauer. Also insofern werden wir uns da mal zeitnah in Verbindung setzen. Ich kann da natürlich jetzt zur Stunde nichts versprechen, aber ja, ich denke... Bestimmt wird es da irgendwann was. Ich denke aber auch unsere Heim- und Auswärtstrikots für die Saison, die ja jetzt noch nicht vorgestellt sind, die werden dann ja auch im Rahmen des Seidenstadt-Cups vorgestellt. Zum 12. werden wir noch in anderen Trikots spielen. Da will ich auch noch nicht zu viel verraten. Aber da haben wir uns auch noch was ausdenken wollen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass nach der richtig coolen Resonanz zu den Christian Ehrhoff Sondertrikots, dass wir euch da natürlich auch noch ein paar schöne Dresses in den Fanshop legen dürfen.
So, jetzt immer noch ein bisschen Warm-up-Training hier für die Goalies. Ist natürlich für die auch eine wichtige Trainingseinheit, so ein bisschen reinzukommen. Hand-Augen-Koordination ist beim Torwart natürlich immer wichtig. Und die kannst du im Prinzip auf dem Eis am besten trainieren. Ja, also insofern wird man da in den ersten Trainingseinheiten von den Torleuten noch keine Wunderdinge erfahren, aber mal schauen. Tja, am 19. dann am Samstag ist im Rahmen des Seidenstadt Cups wird dann die Partie Fishtown Penguins gegen die Gäste aus der Slowakei gegen HC Slovan Bratislava spielen. So, während die Übung hier läuft und ich in meinem Gedankengang zum Seidenstadt Cup etwas unterbrochen wurde, den gehen wir gleich nochmal an. Ich habe getippt, dass in Blau die Juniorenspieler sind und da auch Niklas Fox dabei sein wird. Aber der hat sich gerade tatsächlich zu mir hier in die Kommentatorenbox gesellt. Hallo Niklas, grüß dich. Hi. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich glaube, dich hätte mehr gefreut, wenn du die erste Trainingseinheit mit auf dem Eis machen könntest. Leider sagt der Rücken nein. Was hast du gemacht? Ja, auf jeden Fall ist sehr schade. Ich war heute Morgen bereits mit den Jungs einmal auf dem Eis. Hab dann aber mit Absprache mit den Physiokollegen sind wir zum Entschluss gekommen, dass das heute ja leider doch nicht geht. Und ja, ich hatte, unglücklicherweise hatten wir vor 2 Wochen die Krafttests und habe mich dann leider am Rücken verletzt. Und ja, jetzt müssen wir schauen. Ich bin auf jeden Fall in guter Behandlung und wir sind alle zuversichtlich. Ja, das ist immer so ein bisschen Eishockey, Körper. Du bist recht jung, jetzt letztes Jahr aus der oder in der DNL noch gewesen. Aktuell wird wahrscheinlich auch noch deine Spielberechtigung da liegen. Trotzdem, so der Sommer jetzt mit dem ersten Mal, dass du einen Profivertrag in der Tasche hast. Wie viel einfacher oder wie anders lässt sich da, sag ich mal, das Sommertraining gestalten? Ja, ist natürlich viel vielseitiger, das Sommertraining jetzt im Vergleich zum Juniorenbereich. Das merkt man ja an den Trainingszeiten. Es wird härter gearbeitet, es wird länger gearbeitet. Und ja, auch die verschiedenen Herangehensweisen sind auf jeden Fall auch sehr auffällig. Ja. Jetzt hast du hier schon seit ein paar Wochen trainieren können. Wie hat euer Trainingspensum so ausgesehen? Wie habt ihr euch getroffen? War es immer die gleiche Trainingsgruppe oder hattet ihr feste Zeiten? Oder war es, sag ich mal, ein bisschen, jeder hat dafür sich selber gearbeitet? Ja, im Kern hatten wir eigentlich stets dieselbe Trainingsgruppe. Dann kamen ab und zu auch mal andere Spieler mal gucken kommen. Also dann immer eigentlich zur gleichen Zeit, immer schön früh morgens, hatte man den Rest des Tages dann noch frei, eventuell noch ein Yoga-Stündchen eingeräumt, aber ja, war eigentlich im Grunde derselbe Kern. Ja, okay. Ja, jetzt Familie, Freunde, wie gehen die so damit um? Ist es für die jetzt auch eine Umstellung oder was haben deine Eltern so gesagt, als die ersten Reaktionen so reinkamen aus der Familie? Ja, klar, hat natürlich alle sehr gefreut, auch in meinem Umfeld. Ich ging ja noch zur Schule, als es dann so passierte und war auf jeden Fall Riesenbegeisterung und umso trauriger ist dann jetzt natürlich die Tatsache, dass ich hier oben stehe und nicht mit unten mit den Jungs auf dem Eis bin.
Wobei 3 gegen 3 ist jetzt natürlich auch auf dem ganzen Feld. Man kennt es aus der Verlängerung in der DL2 und in den internationalen Eishockeyspielen. Ist natürlich jetzt auch eine brutale Arbeit erstmal, oder? Ja, das geht ordentlich auf die Pumpe. Also, ja. Aber die Jungs sind ja alle fit, deswegen mache ich mir da jetzt keinen Kopf. Ja. Warst du gerade bei der Besprechung mit dabei? Was war so das, was Boris der Mannschaft mitgebracht hat? Was kannst du so raustragen, was jetzt diese Trainingseinheit angeht? Ich war leider in Physio-Behandlung. Ah, du warst im Physio-Raum, noch. Ja. Deswegen habe ich das leider nicht ganz mitbekommen. Bin auch leider auf der Liege kurz eingenickt. Deswegen habe ich da wirklich nicht alle Worte gut raushören können. Wir hatten ja schon bereits heute Morgen das erste Meeting, hat sich auch sehr, sehr positiv angehört. Ja. Also sind wir alle sehr optimistisch und freuen uns sehr auf die neue Saison. Wie gesagt, du brauchst hier keine Scham haben. Ich glaube, im Livestream werden mit Sicherheit auch die einen oder anderen jetzt auf dem Sofa liegen nach einem harten Arbeitstag und sich, in wohlverdienten Feierabend gehen. Wählen der Benjamin Auweiler fragt, wählen die Spieler oder die Trainer die diesjährigen Captains? Hast du da schon was gehört, wie das hier abläuft? Tatsächlich nicht, nee. Also ich bin da auch sehr gespannt. Das war auch im Juniorenbereich immer von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Ja. Wir hatten einen Trainer, denen war die Meinung der Mannschaft immer sehr wichtig. Wiederum andere haben dann einfach nach ihrem Ermessen entschieden, wer da so die Führungsspieler genau sein sollen. Ich denke, du hast da noch ein paar Jährchen Zeit, um ranzurutschen an die Mannschaft. Also das wäre wahrscheinlich eine Überraschungswahl jetzt. So wie ich es aber auch mitbekommen habe, natürlich Alex Weiß da als Leader letztes Jahr schon sehr, sehr gut gemacht, hat sich immer wieder auch den Fragen der Fans, immer wieder den Fragen der Presse gestellt. Ich denke, war auch ein gutes Sprachrohr für die Mannschaft. Also insofern, warten wir mal ab, wie er dieses Jahr zu einer potenziellen Kapitänsbinde steht. Aber ich denke, er wird da sehr, sehr offen für sein. Ja, Niklas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alle eine gute Besserung. Ich weiß, ich habe zu Hause in der Familie auch Rücken. Ich hoffe, das wird nicht so langwierig. Nein, aber ich glaube, wie du schon sagst, in guten Händen. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Saison und dann einen erfolgreichen Trainingsstart, sobald du kannst. Ja, vielen Dank und wir hören uns. Okay. Alles klar, danke. So, ja, das ist natürlich doof. Da freut man sich auf das erste Training komplett mit der Mannschaft vor einigen Fans und dann sagt der Rücken nein. Ja, und ist halt leider keiner vorgefeiert, egal welchen Alters. Beim Eishockey ist es halt auch so, ne, jetzt bei Niklas mit der, er hat ja selber gesagt, beim Krafttraining, beim Sommertraining passiert. Man darf immer wieder sich vor Augen halten, dass die Jungs natürlich hier immer am Maximum agieren und ne, wo halt dann der Körper, wo der Körper dann vielleicht mal nachlässt, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern eher ein Zeichen dafür, dass man halt wirklich versucht hat, ans Maximum zu gehen.
So. Wer sind die beiden Spieler im blauen Trikot? Das haben wir jetzt dann doch rausfinden können. Und ich war zu 50% zumindest korrekt. Und zwar der etwas längere, schlaksigere Typ mit dem Halbvisier, das ist Karl Konze, unser U21-Fördervertragsspieler. Und der andere blaue ist Konstantin Redinger, der letztes Jahr noch in der U17 des KFVs gespielt hat. Also mit Sicherheit der jüngste Spieler heute auf dem Eis, allerdings auch Nationalspieler in der U-Mannschaft. Ja, also insofern sehr, sehr erfahrener Mann, der im Nachwuchs zumindest schon sehr viel erreicht hat. So, wir werden jetzt gleich mal ein bisschen mit dem Yannick Schoppmann sprechen können. Der kam schon, der hier die Treppe hochgeheilt, aber er ringt gerade noch nach also, Luft. Also wir können hier gerade sehen, dass Schoppi, ja ich sag mal, genauso viel pumpt wie die drei, beziehungsweise die sechs Jungs, die jetzt gerade da unten auf dem Eis stehen. Genau. Das ich glaube, für Schoppi wird auch mal wieder Zeit, dass die neue Saison wieder losgeht. Ja, das ist... Außer Übung. Außer Übung, genau. Das heißt also, wir werden hier ein bisschen über die Tickets sprechen und dann habt ihr natürlich auch nochmal die Möglichkeit, da die ein oder andere Frage zu stellen. Also, wenn ihr Fragen habt zu den Tickets, dann haut sie raus in den Chat. Ein-, zweimal durchatmen und schon ist er da. Yannick Schoppmann. Hi Schoppi. Ja, topfit. Ja, mega. Hör mal, wir haben einige Fragen schon für dich im Petto in Sachen Tickets. Du bist ja, wer das vierte, dritte mit dir gesehen hat, weiß es, der Ticketmaster der Krefeld-Pinguine. Nee, wir können halt abkürzen, ich habe Feierabend. Das ist Feierabend. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen heute. Da werden die Fans aber traurig sein, denn es sind schon einige Fragen drin. Beispielsweise vorhin kam schon die Frage zum Seidenstadt-Cup. Ja, cool, oder? Mega. Geiles Ding. Ja. Ob es für die Dauerkartenbesitzer umsonst ist, der Seidenstadt-Cup, oder nicht? Leider nicht. Also wenn es nach mir geht, ich schenke den Leuten immer gerne alles. Weil wir müssen ja irgendwie Geld verdienen und da kostet ja auch immer alles ein bisschen. Es sind aber trotzdem, glaube ich, relativ humane Preise. Wir werden ein Turnierticket anbieten, das halt für alle drei Tage gültig ist, also vier Spiele beinhaltet mit dem Finaltag, da sind ja dann zwei Spiele, wo dann Krefeld auf jeden Fall das zweite Spiel bestreiten wird um 17 Uhr. Da sind Schäferz-Karten dann für vier Spiele sozusagen für 25 Euro dann zu erwerben und Sitzplatzkarten in allen Kategorien für 45 Euro. Also ich denke, relativ human. Würden uns natürlich freuen, auch wenn dann viele zum Spiel am Samstag kommen, wo dann ohne Krefler-Beteiligung gespielt wird, aber trotzdem die Saisoneröffnung auch steigt. Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir da auch ein paar Gäste begrüßen dürfen und die Spieler nicht von einer ganz leeren Halle spielen müssen. Wie sieht das aus? Wann beginnt der Vorverkauf genau für den Seidenstadt-Cup, damit man sich das rot und fett ankreuzen kann? Ja, wir haben uns gedacht, ne, zum Wochenende so ein Schmankerl, ne, wäre nicht schlecht. Also beginnen wir am Freitag um 10 Uhr, also den 4.8. Bei uns vor Ort, im Fanshop, im Online-Ticket-Shop. Also da auch dann wieder online. Zum Rheinland-Hallenspiel gibt es die Karten leider nur offline. So, dass man auch wieder von ganz, ganz bequem von zu Hause aus die Karten bestellen könnte. Dann noch einmal, wir haben es vorhin schon angedeutet, mit den Karten für das Spiel gegen die Löwen Frankfurt. Ja. Wie sieht es da aus? Gibt es nur wirklich richtig oldschool
In Papierform. Tatsächlich. Das liegt ganz einfach daran, dass die Rheinland-Halle keine Infrastruktur oder keine technische Infrastruktur bietet. Also wir haben keine Zutrittskontrollmöglichkeit. Ich sag mal, selbst WLAN ist da immer so ein bisschen so eine Sache. Man kennt, also vielleicht kennen viele die Akustik da, wenn der Stadionsprecher oder der DJ die Musik dann spielt, der Stadionsprecher was sagt. Es ist sehr kritisch da drüben, was die Technik angeht. Deswegen arbeiten wir da ganz normal offline mit Papiertickets, die es bei uns aber auch noch zu Genüge gibt bei uns im Fanshop. Also ich sag mal, Leute von weiter weg, die es nicht zu unseren Öffnungszeiten schaffen, da kriegen wir bestimmt noch irgendeine andere Lösung hin, einfach gerne bei uns melden. Da sind Karten für den Stehplatzbereich für 5 Euro erhältlich und Sitzplatzkarten für 10 Euro. Und wir sind gerade, ich glaube, ungefähr bei 1.700, 1.800 verkauften Karten. Wir sind mit 3.300 oder 3.400 knapp im Vorverkauf. Wir mussten noch ein paar Tickets wegnehmen aus verwaltungstechnischen Gründen. Ehrenamtler haben wir natürlich noch da. Auch die Familien der Spieler wollen natürlich mal vor Ort sein. Deswegen glaube ich, dass da noch ein bisschen Zeit ist, aber auch noch Luft nach oben. Also wir wollen natürlich schon die 3.000er Marke da irgendwie knacken. Deswegen kommt gerne vorbei. Genau. Da bleibt dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Eine Frage gibt es noch, die ich jetzt auch schon mehrfach bei Social Media gelesen habe. Die Bayreuth Tigers haben ja leider keine Lizenz erhalten für die neue Saison. Und somit heißt es, dass es die DEL2 nur mit 14 Teams in die neue Saison rangeht. Gibt es da schon eine Regelung für die Dauerkarteninhaber? Es gibt tatsächlich eine Regelung. Die wurde heute auch finalisiert. Und ich denke, wir werden spätestens Anfang nächster Woche mit einer Info rausgehen. Mehr muss man, glaube ich, erstmal nicht sagen, weil das wirft, glaube ich, am Ende dann zu viele Fragen auf, zu viele Diskussionen. Wir werden uns Anfang nächster Woche spätestens, da ist noch die Kommunikation, also beziehungsweise die Absprache mit der Kommunikationsabteilung steht noch aus. Dann stehen wir natürlich auch wieder für jede Frage bereit, falls es Rückfragen geben sollte. Ich denke, wir haben eine Lösung, die für jeden akzeptabel sein kann, wenn es denn sein möchte. Wir werden tatsächlich eine Spendenmöglichkeit auch bieten an den KfV 80, an den Stammverein. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Aber natürlich kann auch jeder, kriegt ja jeder eine Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen in einer anderen Art. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Also zusammenfassend, es wird eine Spendenmöglichkeit geben, aber natürlich auch gibt es die Möglichkeit, das Geld auf eine andere Art zurückzuerhalten, aber dazu dann nächste Woche per E-Mail wahrscheinlich und auf Social Media, oder? Genau, E-Mail, Social Media. Ich denke, wir haben noch ein paar Leute bei, die nicht keine E-Mail angegeben haben. Das heißt, da müssen wir vielleicht ein bisschen telefonieren. Wir wollen ja schon eben die Möglichkeit geben, dann auch diese Option wahrzunehmen. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal dann viel Erfolg den Bayreuth Tigers in der Oberliga. Auf jeden Fall. Schade, ich sag mal, ich glaube für viele, auch für Bayreuth Tigers selber, die vielleicht schon weit in den Planungen waren. Aber ja gut, so ist es leider, Geld regiert die Welt, vielleicht auch ein Formfehler da irgendwo, man weiß es nicht. Wir kennen es leider in Krefeld. Ich wollte gerade sagen, zum Glück nicht mehr so sehr, aber ja, leider hat das alles so seine Regeln da. Ne? So ist das leider. Alles Gute auf jeden Fall den Bayreuth Tigers in der neuen Saison und hoffentlich sieht man sich schnell wieder. So sieht's aus. Es wäre wünschenswert. Ja, Schoppi, wir sehen da unten ein Trainingsspielchen am Laufen. Wie motiviert bist du auf die neue Saison, auch vom Spielerischen her? Ja, ich muss tatsächlich sagen, der August, der ist schon pickepacke voll, was die Veranstaltungen und Spieltage hier angeht. Also im Endeffekt, wir arbeiten einen Monat länger. Aber ich sag mal, am Anfang ist man ja noch relativ motiviert. Zum Ende hin staucht man so ein bisschen, aber ich habe schon Bock. Tatsächlich wieder erstes Spiel Rheinland-Halle, steckt natürlich viel Arbeit hinter, aber ich meine, wir arbeiten ja auch alle hier beim KfV, weil wir Bock darauf haben. Ich glaube, die Jungs, die sind alle cool drauf, so die man bisher so kennengelernt hat. Ich komme jetzt ja gerade frisch aus dem Urlaub wieder, deswegen kenne ich noch nicht alle. Aber macht Bock, macht einen guten Eindruck, alle spritzig, alle motiviert. Hoffen wir mal, was wird heute, ne? Oder beziehungsweise die ganze Saison über. Frage zum Spiel am 12. August um 13 Uhr. Darf meine 5-jährige Enkelin kostenlos zum Spiel? Ja, die gleiche Regelung wie in der Jaila Arena. Ich sag mal, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Wir haben da nur ein einziges Problem. Wenn das Spiel ausverkauft sein sollte,
zählt natürlich auch dieses Kind zur Zuschauerkapazität und zur Gesamtkapazität. Dementsprechend wäre es dann so, dass dieses Kind tatsächlich nicht ins Stadion dürfte, weil wir die Gesamtkapazität erreicht haben. Wir gehen aber davon aus, dass wir bestimmt irgendwie noch mal eine Handvoll Karten zurückhalten können für eben den Nachwuchs, dass die auch das Spiel sehen können. Also ich würde mir da keine Gedanken machen, kommt gerne vorbei, ihr könnt gerne rein, wir finden da auf jeden Fall irgendeine Lösung. Deswegen gleiche Regelung wie hier. Und dann seid ihr natürlich auch schon um 13 Uhr, wenn die U20 spielt, herzlich willkommen. Das Spiel ist natürlich in der Karte inklusive. Sprich 13 Uhr KIV U20 gegen die Young Roosters Iserlohn und dann die Pinguine gegen die Löwen Frankfurt. Also einmal Zahlen, zweimal Eishockey sehen. So schaut's aus. Und wir sehen hier jetzt gerade das Penalty-Training der frisch zusammengewürfelten Mannschaft aus Krefeld beim ersten öffentlichen Training. Ja, danke dir, Shoppi. Gerne. Und wir freuen uns auf die neue Saison. Bei Ticketfragen immer Shoppi-Fragen. Das ist ein starker Call. Also, das ist ein richtig starker Mega, Call. Mega, oder? Ich kann ja gar nicht mehr bald eine eigene Marke bilden, ey. Danke, Shoppi. Sehr gerne. Schönen Abend noch an alle. So, da bin ich wieder. Ja. Willkommen zurück. Ja, also wie gesagt, die wichtigste Frage, ob Shoppi unter 100 Kilo ist. Also frech, wirklich frech. Fragt man eine Lady natürlich nicht. Aber der 7er Marvin hat trotzdem noch eine interessante Frage gestellt, was mit der Pre-Game-Show ist, ob die sich ändert, ob die sich groß ändert. Da hängt natürlich noch alles ein bisschen in der Finalisierungsphase. Ich kann versprechen, dass sich da auf jeden Fall etwas verändert. Spricht natürlich auch der Christian Peterslach, KPL, der wieder mit dabei ist. He is back. Der natürlich da eine ganz, ganz andere Dynamik nochmal mit reinbringt. Und jetzt? Hör mal rein. Ja, jetzt ist kaum gibt es wieder eine Besprechung, schon schweigt die ganze Halle. Sonst hat man immer so ein bisschen Gemurmel gehört. DJ die Musik Volli. Natürlich. Hier schöne Grüße nach unten an Volli. Ich glaube, wir sind die Lautesten. Wie gut, dass wir hier in so einer Box sind. Nee, auf jeden Fall mit der Pre-Game-Show. Man wird sehen in der neuen Saison. Lasst euch überraschen. Also das ist ja traditionell auch das, was wir immer machen, dann in der ersten, beim ersten Heimspiel dann auch tatsächlich damit singen. So. Und jetzt einmal mitgehen und die Atmosphäre hören. Die Jaila Arena erhebt sich und wir halten einfach mal die Klappe. Herrlich dieses Gefühl wieder. Und da unten sehe ich Christian Peterslach. Auf jeden Fall mit einem Gesprächsgast. Ich würde sagen, da hören wir jetzt gleich auch nach dem herzhaften Seidenstadt rein.
Also, wie ich jetzt hier aus dem Chat sehe, ist über die Stadionatmo leider das Interview nicht zu hören. Ja, kurz zusammengefasst, wurde neue zuerst, Frisur. Zuerst Alexander Weißes neue Frisur lobend hervorgehoben von KPL und auch unter tosendem Applaus hier gefeiert. Nein, aber ansonsten hat Alex halt nochmal darüber gesprochen, wie er sich hier freut und wie, ich sag mal, auch besonders so ein Training dann halt vor so einer Kulisse hier ist, dass man sich dann da auch, obwohl man vielleicht noch auf die Frage von Christian noch ein bisschen Zeit hat bis zum ersten Spiel gegen Bietigheim, dass er sagt, nee, ab jetzt ist halt Vollgas, also ab jetzt spätestens mit den ersten Trainingseinheiten möchte man da natürlich dann auch voll mit dabei sein. Und da wären wir ja auch schon beim Thema. Erstes Spiel gegen Bietigheim und auswärts am 15.09. und am 17.09. dann das erste Heimspiel sonntags gegen Selb. Genau. Aber der Spielplan ist ja noch nicht final. Genau, da geht es nämlich, wie du auch richtigerweise jetzt die Uhrzeiten ausgelassen hast, da fehlen die Uhrzeiten halt noch. Das gilt für den gesamten Spielplan. Da sind noch einige Uhrzeiten, die ligaweit, also komplett, sag ich mal, noch in der Schwebe hängen. Also insofern, laut meinen Informationen, die ich da auch von Shopee übermittelt bekommen habe, am 3. August meine ich. Wird wahrscheinlich am 3. August genau der Spielplan dann feststehen. Und bis dahin gibt es dann, oder danach gibt es vielleicht nochmal eine Stunde Verschiebung. Aber genau. Ja, die ersten beiden Spiele, die ersten beiden Gegner stehen auf jeden Fall schon fest, wie du richtig gesagt hast, in Bietigheim und dann gegen die selber Wölfe. Ganz genau so sieht's aus. Und worauf freust du dich am meisten bei den Heimspielen? Oder bleiben wir erstmal beim ersten Heimspiel gegen Selb. Worauf freust du dich am meisten, Marc? Ich glaube, ich freue mich am meisten tatsächlich auf den Mann, der jetzt gerade hier auch mit Christian im Gespräch ist. Da höre ich mal ganz kurz nochmal rein, damit ich hier auch nochmal eine kleine Zusammenfassung geben kann. Christian, ja, da ist er. Genau, ich glaube, ganz passend zusammen, der eine Zwischenruf, den es jetzt hier am Ende noch gab, von einem Zuschauer, der lautstark Willkommen zu Hause rief. Also das ist genau das, was auch Christian gesagt hat, freut sich einfach darauf, dass er wieder ins Spielen kommt. Vorfreude heute vor dem Training, enorm groß gewesen, dass man dann einfach hier wieder in den Schritt kommt. Ja, so, vollkommen jetzt. Verständlich. Ich bin auch absolut gespannt, wie es sein wird beim ersten Spiel dann bei der Mannschaftsausstellung und dann die Nummer 10 vorgelesen wird. Absolut. Ich glaube, das wird pure Gänsehaut werden. Definitiv. So, jetzt haben wir noch Felix Bick, den neuen Schlussmann der Pinguine. Da. Auch hier erhofft, dass man da natürlich mit den Pinguinen jetzt wieder den Weg in die erste Liga zurückfindet. Er hat die Spiele hier genossen, beide Spiele, die man hier hatte gegen Bad Nauheim, hat er sehr die Atmosphäre sehr wertgeschätzt und fand das Spielen hier sehr, sehr interessant. Ja, es war ja auch eine Wahnsinnsatmosphäre, als die Roten Teufel hier mit Bussen ankamen und den ganzen Gästeblock in Rot gehüllt haben. Genau. Und dann natürlich nochmal den Blick auf das erste Spiel, auch für den Felix natürlich. Er sagt, es wird ein ganz besonderes Spiel werden, das erste Mal im Pinguine-Trikot. Es wird erstmal wichtig sein, einfach die Punkte zu holen. Und bis dahin will man sich halt hart trainieren und gut darauf vorbereiten. Und dann wird die Vorfreude dahin auch wachsen. Ja, und so schnell ist quasi schon Eine Stunde rum. Das erste öffentliche Training der Krefeld-Pinguine ist dann quasi schon Geschichte. Ja. Und ich habe mir noch so viele Notizen gemacht und am Ende kommst Mensch. Du natürlich dann ins Sprechen rein. Jetzt natürlich im Anschluss an dieses Training noch die Möglichkeit für die Leute, die hier sind, eine Mini-Autogrammstunde in Kauf zu nehmen. Also ist ja noch nicht mal eine richtige Autogrammstunde. Es wird gleich nur noch mal so ein bisschen so ein Abklatschen geben.
Ja, ansonsten, ich freue mich. Ich habe zwischendurch mal reingeschaut, noch mal ein paar Fragen hier rauszunehmen von jetzt ganz aktuell Leon, der Profi. Aber vorher gab es die Frage auch schon mal, wann das neue Trikot vorgestellt wird. Das Warm-Up-Trikot wird wahrscheinlich bis zum 12.8. vorgestellt werden zu unserem Spiel in der Rheinlandhalle. Und dann die richtigen Heim- und Auswärtstrikots, die werden dann halt im Rahmen des Seidenstadt-Cups bei der Saisoneröffnungsparty vorgestellt. So. Sehr gut. Ja. Dann das war schön, mit euch die Stunde zu verbringen. Danke dir, Marc. Danke, danke, dass es du Zeit hattest. Es war wie nach Hause danke. Kommen. Ja, für mich war es wie auf der Arbeit sein. Ich musste nur aus der Geschäftsstelle einmal rüber stolpern. Nein, aber ich habe mich auch mega gefreut, dass hier wieder losgeht. Und ich denke, dass halt sowohl die Zuschauer hier als auch die Zuschauer, sag ich mal, dann zu Hause, die im Livestream waren und auch die Spieler, die Trainer und hier für uns oben die Spray-TV-Crew, die auch, was ich toll finde, heute zur Verfügung stand und weiterhin zusammenbleiben wird. Also wir lernen, wir wachsen und das uns macht an. Schon mal richtig Vorfreude auf die neue Saison. Und jetzt erstmal auf den 12.8. und wir sagen danke fürs Zuschauen, für die erste Trainingseinheit, für die erste öffentliche Trainingseinheit und sehen und hören uns dann am 12.8., wenn es heißt Krefeld gegen Frankfurt, das erste Testspiel der neuen Saison. Exakt. Danke Guten fürs Abend. Zuschauen. Tschüss aus Krefeld. Lift up.